3, 2, 1, hier läuft jetzt. Fotze. Bitte Was? nochmal. Oh fuck, sorry. Habe ich das laut? Oh. Los. Fotze. Was? Ja, Zweimal hallo. ist es nicht lustig, glaube ich. Das ist toll. Wieso geht jetzt ein Oh, Anruf Moment. ein? Ja, es gibt uns beide noch mit Anruf an. Ich glaube, Let's Fail und Frank's Nest da. Moment. Hallo? Hallo? So. So, ich würde fast Hallo? vorschlagen, wir können aber von vorne anfangen, weil jetzt Let's Fail da ist. Hallo. Guten Abend. Das ist so, ich weiß, dass ich jetzt angerufen habe und keinem Anruf beigetreten bin, Ich aber sollte nicht mit meinem Handy da rangehen. Das das ist ist eine ziemlich ganz schlechte dumm. Idee. Ja, also ich bin dafür, dass wir nochmal von vorne anfangen. Haben wir so viel geschafft? Nee, 2 Minuten eigentlich, um ehrlich zu sein. Lieferant klingt andere Scheiße durch sein Also André, Handy. du Ich würde mal müsstest sagen. irgendwie wieder dein Mikro, Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich mach's so. Also Ich leg auf und dann ruft ihr nochmal an. ja, du Wie wär's müsstest den damit? Toaster Genau. gegen ein Mikrofon eintauschen. Ja, das mache ich. Gut. Bis gleich. Nö. Können wir jetzt endlich anfangen? Hoffentlich. Ich habe noch einen Tisch Das, reserviert ja, könnt ihr. Ich muss meine Bratwurst holen. Mein Gott, dann hol sie doch. Dann mach doch endlich deinen Ja, Hosenstall warte. auf und leg sie auf den Tisch. Ja, gleich, warte. Er wird nicht so lang sein, weil ich nicht vorbereitet bin. Ja, Es ist das ist keine Hose. niemand. Aber ich bin trotzdem schlechter vorbereitet. Na, egal, Nee, Hose. du bist mehr Ich hätte die vorbereitet Sendung mit als Let's alle Fail. zusammen. Ich Das hätte ist der die Unterschied. Sendung mit Let's Fail alleine machen können. Ich glaube, wenn wir jetzt noch Fritze drin gehabt hätten, wenn ich krankheitsbedingt abgesagt Moment hätte, mal, möchtest du dann wäre es gerade das Ding machen die können. anderen zwei Gäste etwa von ihrer qualitativen Leistung etwas absprechen? Nee, den einzigen, den ich qualitativ absprechen wollte, war der Typ, der mich vor einer halben Stunde vollgeheult hatte, dass er nichts kapiert. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Das muss wohl Spider-Block sein. So, Zitat, 9:30 Uhr. Ruf mich um 8:30 Uhr an, ich muss noch kurz was mit dir besprechen. Ich tue mich schwer, 3 Alben zu finden. So, ja. nimm Ich hab doch auf. jetzt meine 3 Alben. Farbenspiel, Das ist schön. Lochis Das ist und schön. was war noch? Ja, ich. Die Lochis haben nicht Lochis mal. haben. Oh, Okay. das Album habe ich vergessen. Doch, es haben nicht mal Geblank. ein Album. Es Boah, ist. haben die es. So, ich muss mein. Nee, Sekunde, mein Computer verliert Akku, ich muss schnell mal ein Netzteil holen. Aktuell. Na super. Wir haben einen Computer. Was ist das denn für ein Computer, beziehungsweise ein Laptop? Mac Du hat hast er, einen ein Laptop, Mac. schäm dich. Oh Gott, typisch Musikproducer. Hey, sag Gerade was nichts. aufgegangen. Ja. Du, ich hätte gerne ein Windows, die könnte ich nehmen. Fruity Loops all the way. Ja. Das Beste von allen Programms. Ja, ich mach auch noch Sachen mit Ableton. Logic ist scheiße geworden. Echt? Was passiert? Apple. Oh, okay. Das ist ein Ich böses hole Wort. schnell mal ein Netzteil, sonst bin ich in 2 Sekunden weg. Du bist in 2 Sekunden. Ich entnehme, wir haben Mann, alle ein dieser. Windows, Windows-Computer. Bis auf Wir haben Tobi. einen Windows-Computer. Hat ein Windows. Ich habe auch Ein einen Mac. Windows. Oder ein Mac ist Android. geil. Ja, gut, wir legen los. Das kannst Dann du leider können wir ja entgegen. kurz noch eine andere Frage klären. Wann hat Paddy eigentlich vor, den Klavinova wegen seinem Titel zu verklagen? Weil Paddy hatte vor dem Internet. Alter, Ja, ey. das ist. Wenn das mal Paddy wüsste. Das kann der andere beantworten, vielleicht. Ja, ich kann es hier genau sagen. Was? Ja. Ja, und wie war das Theater, Let's Fail? Woher weißt du das? Ja, ich habe geraten. Du Das stand in der hast Konfi. Aber in der egal. Kombi. War es Ach so, wenigstens super. angenehm? Was war Eine es denn? 10. Leonce und Lena. Mit Kaktussen am Ende. Ich Sehr weiß, es schön. heißt Kakteen, aber es ist mir jetzt egal. Mit Kaktussen. Ich habe War gar gehört, die nicht mal so. Schauspielerinnen waren hässlich. Nein, die Schauspieler waren super. Ja, Weil du aber Kaktussen schließt ja sagst. nicht aus, dass sie hässlich sind. Nein, das ist wirklich mit Kakteen. Die hatten wirklich mit Kakteen irgendwann alles gespielt. Toll. Na egal. Das ist Aber so kein Bisch. Theater, das ist manchmal so weird. Klingt nach Na super. Höchstleistung, nach schauspielerischer. Der Mittelteil war langweilig. Der Anfang war total cool. Der Endteil war einfach noch abgefuckt. Und der Mittelteil war auch. Anfang war auch abgefuckt, aber da ging das noch. Was ist. Eigentlich einfach mal los hier. Also. Ist richtig. Klingt wie Change mit auf seinem neuen Album. Das beste Album 2015 war von Let's Fail Spaltung. Und Stimmt, das war gar nicht so schlecht. Also ich würde es nicht in eine Top-Liste nehmen, aber ich würde sagen, das ist 10 von 20, was? eines der wenigen Dinge, die mich überrascht hat. Ja, ich würde schon sagen 10 von 15. 11 von 15 wahrscheinlich. Können wir Oh, nice. loslegen? Ja, echt so. Meine ich, ey. Schweig, Mille, schweig. Hab sogar meine Bratwurst schon aufgegessen, um was zu Oh, essen ich gleich. dreh durch.
Es waren sogar zwei Bratwürstchen. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 6, die große Winter-Jahresrückblick-Spezialausgabe hier auf dem Musikformat von Brain Content. Ich muss gleich zu Anfang auch sagen, das ist die letzte. Das Format ist ein Junior-Testballon gewesen. Aber bevor wir das Ganze hier jetzt nächstes Jahr mit der Brain-Content-Umstrukturierung in volle Blüte treiben, beenden wir es doch großartig. Ich habe hier ein paar tolle Leute eingeladen und werde mit denen so ganz ein bisschen noch deren musikalische Jahre besprechen. Wir werden eine Meta-Diskussion führen über YouTube-Rap, vermutlich auch über Deutschrap, was auch immer. Freue mich auf jeden Fall, hier alle dabei zu haben. Da wäre zum einen der großartige montagabendliche Livestreamer Nie ohne Lipton Bibi, der zweite Keyboarder von Future, Andres Mogi. Der einzige. Und vor allem auch Mensch. Wollte ich noch dazu erwähnen. Ja. Gut, ja. Außerdem heute mit dabei ein guter alter Webvideo-Kumpel von mir. Sein Sofa bringt reisende Kinder zu klickgeilen Vollidioten raus und das hat jetzt wahrscheinlich keiner kapiert, aber hallo Simon, nicht Unge. Hallo, ich habe auch einen Longboard. Ja, genau. Und trotzdem kein Fame auf YouTube. Irgendwas funktioniert das nicht. Ich habe gedacht, wenn man so ein Ding kauft, kommt das mitgeliefert. Ja, du musst auf deinem Sofa übernachten und dann die Welt reisen. Ja, vielleicht. Also, ja. Wer den Gag nicht kapiert hat, guckt sich die Race Adventure Tour Vlogs an. Also die, nicht die mit dem Bus, sondern die von 2014. Tag 5, glaube ich. Wo er noch keinen YouTube-Money hatte und deswegen auf der Parkbank gepennt hat, statt im VW-Bus. Ja. True Story. True Story. Wenn er verklagt wird, macht er einfach eine Weltreise. Ist schon okay. Ja, Stromrechnung nachzahlen, 1,73 Euro, YOLO, Weltreise. Genau. An dritter Stelle auch, ich freue mich heute außerordentlich, ihn hier dabei zu haben. Es war bis zuletzt auf der Kippe, dass wir ihn noch dabei haben. Der einzige vorbereitete Mensch heute in der Runde oder der einzige, der sich irgendwie ein bisschen Gedanken um die Vorbereitung gemacht hat. Let's Fail One. Hallo. Ja, wann änderst du eigentlich deinen Namen? Fuck you. Ja, hallo. Und, denken die, dass ich gut vorbereitet bin. Was soll das denn? Als Vierter im Bunde, ja, du bist besser vorbereitet als wir alle. Als Vierter im Bunde, mein wertgeschätzter Boss, Sklaventreiber und der Mensch, der die Ausgabe heute vor Samstagnacht bekommt, Lars. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich habe eigentlich keine Ahnung von Musik. Mir wurde aber gesagt, es wäre sinnvoll, wenn ich in der letzten Ausgabe Zukunftsmusik dabei wäre. Deswegen reden wir heute über Musik oder so, habe ich mir sagen lassen. Ja. Übrigens, jede Moderation hätte auch zu mir gepasst, die hier getätigt wurde, bis auf die von Simon. Wollte ich nur mal angemerkt haben an der Stelle. Oh, ich bin was Besonderes. Du bist zweiter Keyboarder von Future? Ach so, ja gut, das auch nicht. Aber ansonsten hätte ja alles gepasst, ja. Du streamst? Ja, jeden dritten Samstag im Monat. Du guckst Lion? Back to Topic. Ja, also der Stream kann ich hier Topic übrigens... Topic ist übrigens Lions Producer. Stimmt. So schließt sich der Kreis. Der einzige Mensch, der Lion ernst nimmt oder nicht mal das, weil du bei Topic vorbeiguckst auf dem YouTube-Channel, dann, triffst du da im Kanaltrailer auf eine wunderschön produzierte Produktion und du denkst einfach nur, ist das derselbe Mensch, der bei Leidende Trompeten schlecht gelobt hat? Also, ich denke es mir auch, der hat sich, glaube ich, keine Mühe gegeben. Ich glaube, der hat den subtil verarscht irgendwie, weil Leidende hat natürlich überhaupt gar keine Ahnung von Musik, als Topic gedacht. Weißt du mal was? Das ist scheiße, aber es ist doch irgendwie so, dass man denken könnte, dass da jemand sich was bei gedacht hat. Was natürlich nicht stimmt. Uns bringt Geld. Fassen wir zusammen, er hat sich gedacht, für YouTube reicht's schon. Nee, das glaube ich nicht. Das hört ja keiner wirklich. Also. Ich glaube, er hat sein Bestes versucht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich leider schon. Weißt du, da habe ich noch ein bisschen Glauben an die Menschheit. Also tut mir leid. Warum sind wir eigentlich hier heute? Ich weiß es gar nicht. Was? Was ist eigentlich heute? Ja, aber warum sind wir hier? Heute ist Donnerstag. Das halte ich für ein Gerücht. Ja. Ja, was machen wir heute genau? Wir machen einen kleinen Jahresrückblick. Wir hatten es ja schon von Lion, wir hatten es ja schon auch von anderen Dingen. Zuerst möchte ich allerdings noch ein bisschen tief in die Vergangenheit reisen und es war ja auch ursprünglich so geplant, dass wir eine kurze Retrospektive machen mit empfehlenswerter Musik, dass der geneigte Hörer hier am Ende einen ganz schönen Stapel an
Alben hat, an Produktionen hat, die er sich lange durchhören kann. Und ja, legen wir doch direkt mal los. Wer über sich was aufgeschrieben hat oder was beizutragen hat. Fangen wir einfach mit 2010 an. Ja, fangen wir mit 2010 an. André, du lägst und bist zu leise. Danke. Ja, ein bisschen nah. Das höre ich oft. Ja, nee, aber das kann ich jetzt aber nicht bestätigen an der Stelle. Gut, dann liegt es an mir. Das ist auch alles gut. Ist alles in Ordnung. Hauptsache, man hört ihn in der Aufnahme. Das ja, man hört ihn in der Aufnahme. Ja. Das ist gut. 2010. Fangen wir an mit André. Was? Oh mein Gott. Teilzeit 2010. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall 9 Jahre nach 9/11. Okay. Ja, ich muss gerade kurz ablenken, während ich Alben 2010 google. Ja, ist gut, wir gehen auf Let's Fail. Ja, aber zu 9/11 habe ich musikalisch eine interessante Theorie, die ich mit Kommilitonen ausgearbeitet habe. Only Time, das beste Lied aller Zeiten. Ja, Simon, was ist mit 9/11? Und zwar ist nach 9/11 war die ganze Welt so in so einem Schockzustand und dann kam erstmal nur Scheißmusik raus. Das stimmt nicht. Stimmt. Guck dir mal Deutschland an. Danach kam Tokyo Hotel, Blümchen. Also, Blümchen ist super, halt die Fresse. Ja, hol dir den Boomerang. Komm. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. War das nicht vor 9/11? Doch, das war doch 90er, oder nicht? Ja, denke ich mir auch. Das ist doch keine Musik aus dem 21. Jahrhundert. Aber das stimmt schon. Also die Nullerjahre waren extrem dünn. Wenn du mich so anschaust. Selbst wenn ich jetzt auf iTunes gehe, ganz ehrlich, ich hab's hier nebenbei. Wenn ich jetzt auf iTunes gehe und auf meine 2000 Nullerjahre-Liste gehe, dann treffe ich hier irgendwie sehr, 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 sehr wenig Zeug. Also klar, Coldplay und Muse haben ein bisschen was released. Wähnt sich der kleine Elefant? Keine Ahnung, das ist ein Hörspiel. Opeth. Townsend. Was ist denn 2000 passiert? Jetzt würde ich aber auch gerne mal gucken. So, was 2000, weil wir wollten eigentlich 2010 bis 2015, aber jetzt bleiben wir bei den 2000er hängen, weil 9/11. So 2000er, also ja, Parachutes von Coldplay war. 2001, Kid A, 2002. Ja, ist echt so. Kid A war. Kid A war aber 2000. Ja, das war 2000. Kid A war 2000. War das vor 9/11 beides? Ja, nein, am nächsten Tag war, glaube ich, noch ein halbe, war es nicht einen halben Monat nachher? Aber was an 9/11 war Dream Theater mit Live Scenes from New York mit einem brennenden Apfel auf dem Cover und dann Türme, dann Alben aus den Läden und eine Woche später mit neuem Cover released. Oh, White Pony von Deftones. Da schließt sich der Kreis, der Typ ist auch verreckt. Der Typ ist verreckt? Von, ich an 9/11? Der Bassist. Oh, Hybrid Theory von Linkin Park ist 2000 released worden. Woran man wieder erkennt, 9/11 ist schuld an allem. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, das war auf jeden Fall schlimmer als 9/11. So, das war, so schlimm war Hybrid Theory. Ich meine, aus heutiger Perspektive ist das, also die Nu-Metal-Bewegung war nicht das Beste, was der Welt hier passiert ist, zum Großteil, bis auf einige Ausnahmen. Aber also ich fand, dass Hybrid Theory auf jeden Fall verglichen mit anderen Dingen auf jeden Fall noch super erträglich war. Ja, aber unter den Linken Park-Alben ist es halt schwächer. Ich meine, da gab es nur Meteor, das war ja selbst besser. Und dann natürlich die beiden großen Knaller, Midnight to Midnight und 1000 Suns. Sag mal, was hast du... Ja, ja, das schlechteste Album von Linkin Park. Das war gut! Das Hybrid Theory und Meteora sind natürlich die schlechtesten. Nee, das Beste ist 1000 Suns natürlich, weil 1000 Suns besteht nicht nur zur Hälfte aus irgendwelchen Interludes und einem einzigen guten Song, der vorher veröffentlicht wurde. Aber okay, Bridges egal. Bridges of the Sky wurde vorher veröffentlicht? The Catalyst ist vor, also ist eine Single aus Koppel. The Catalyst ist scheiße. Du bist scheiße. The Catalyst ist der einzige gute Song von 1000 Suns. Gegenstimmen? Die haben keine Ahnung, was das ist. Ja, ich verstehe gerade überhaupt nichts, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das auch nicht, ich weiß nicht, also... Linkin Park, waren die das mit In the Shadows? Nein, Linkin Park war Crawling Weiß Gelb. Was war eigentlich Boom Boom Boomerang? Was war eigentlich das nochmal? In this castle. Das war die kleine Schwester von Linkin Park. Achso, ja, das war doch Blümchen, oder? Ja. Ja, genau. Damit wären wir wieder bei 9/11. Wir schlagen allerdings einen Bogen, denn 2014, was ja dann doch wieder halbwegs aktuell ist, hat Linkin Park ausnahmsweise wieder ein gutes Album veröffentlicht. Hunting Party ist scheiße, klingt wie Hybrid Theory 3. Nein!
Doch. The Hunting Party klingt wie ein Mischmasch aus allen möglichen komischen Metal-Dingern, wo irgendwo dann System of a Down rausdingstet. Es wirkt ein bisschen konfus, aber ich fand trotzdem, dass da echt ein paar richtig tolle Tracks dabei waren. Das ist aber Hybrid Theory 3. Nein, Hybrid Theory ist was ganz anderes als Hunting Party. Es klingt so anders. Sorry. Ja gut, der Sound ist Müll auf dem neuen. Der Sound ist ein bisschen anders. Da ist nicht nur das Mixing anders. Die Songs hören sich vollkommen, ach egal, fuck you. Nee, also Linkin Park kommt ja vermutlich auch nicht auf den gleichen Namen, aber ich habe einfach das Gefühl, 1000 Suns gefällt mir halt deswegen so gut, weil es halt einfach, es war halt was Neues. Es ist so, geht so ein bisschen in die Post-Rock-Richtung, so auch so ein bisschen ins elektronisch-progressive. Und das gefällt mir halt echt mehr als... Es geht in die Interlude-Richtung. Das ist eine einzige Unterbrechung. Ist sagt der halt. Typ, der ständig irgendwelche Alben postet mit ambientem Lärm und Jumpscares. Ja, das, ich habe einmal Sun O gepostet, das höre ich aber auch nicht in meiner Freizeit, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, da war ich mal auf einem Konzert, war wirklich Sun, geil. Du warst bei Sun O auf einem Konzert? Ja. Ich wollte schon immer mal auf ein Sun O Konzert. Erzähl mal, wie es war. Erzähl mal deine Erfahrungen. War das auch so hypnotisierend, wie alle sagen? ja, man kam da so rein und sie haben erstmal den ganzen Raum mit Nebel gefüllt, was schon krass war. Also man hat wirklich überhaupt nichts mehr gesehen. Und ja, dann ging es los und das war mega krass. Also es war so richtig merkwürdiger Sound auch. Aber nach einer Weile wurde es anstrengend, muss man dazu sagen. So nach einer Stunde dachte man sich, okay, jetzt kommt auf den Punkt. So, Leute. Komm doch, hast du überhaupt, sag mal, warum gehst du auf ein Sun-O-Konzert und erwartest dann, dass sie auf den Punkt kommen? Die spielen in ihrem ganzen Set live, spielen die ein Viertel so viele Akkorde wie in einem normalen Song. Es gibt diese schlechten YouTube-Witze so, wo Leute eben so, da ist ein Live-Set von Sun O und die, ihr wisst ja, dass man bei YouTube, wenn man auf die verschiedenen Zahlen drückt, dass man skippt und dass man, dann schreiben so Leute so, drückt 2, 5, 3, 3, 7, um den Song zu hören oder so. Das ist, aber darum geht's doch nicht. Es geht doch nicht bei Sun O und bei Drone um die Melodie. Es geht darum, dass du davon total eingeäschert wirst. Also ja, muss ja, anstrengend werden, sonst hatten die was falsch. Das Problem ist, dass es halt wirklich mega anstrengend macht. Also auch die Leute neben uns waren so normale Metal-Hörer irgendwie und die haben immer versucht, in dem Drone so eine Art headbangigen Rhythmus zu finden. Warum macht man das denn? Warum geht man denn auf ein Sun-O-Konzert und versucht dann zu headbangen? Es gab da so eine konfuse Szene, die ich mal in einem Video gesehen habe mit Sun-O, wo dann irgendjemand versucht hat, sich so in die Crowd reinzuwerfen. Das hat einfach nicht gepasst, während da einfach so ein Akkord gerade ausklingt und dann irgendjemand verschwindet plötzlich in der schwarzen Masse aus Menschen, um irgendwie so Crowdsurfing, aber weiß nicht, das wirkte so, als ob der Typ nie wiederkommt. Der ist einfach in der Masse verschwunden plötzlich. Aber was ich nicht wusste, das war eine neue Erfahrung bei dem Konzert auf jeden Fall. Danach hatte ich einen Tinnitus, der im Bass bereit war. Also ich würde sagen, so 80, 90 Hertz war dieser Tinnitus. Das war schon also, was man eigentlich, also es ist eigentlich so, dass bei Sun-O-Konzerten Ohrstöpsel Pflicht sind. Es geht darum, ja. Die Musik ist zu laut eigentlich. Da, also wird also, zumindest so versucht, dass es zu laut ist, das zu hinzukriegen. Ich meine, so wie ich das mitbekommen habe, ist es ja teilweise so bei den Leuten, dass der Körper wirklich komplett anfängt zu vibrieren irgendwie. Und ja, ich meine, das ist ja normal bei Konzerten fast schon, aber bei Sun O, hast du das Gefühl, dass du gleich auseinanderplatzt, sagen einige Leute. Naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Also, aber die Frage ist was ich mir an dieser Stelle stelle, die Frage ist, funktioniert so ein Drone-Sound wirklich live oder ist es einfach nur frequenter Lärm? Ich glaube, Drone funktioniert fast nur live. Also Drone funktioniert bei weitem nicht so gut, finde ich. Es geht ja um diese ganze Experience. Es ist wie ein, also viele sagen, dass so ein Drone-Konzert halt wie ein Trip ist, aber da musst du drauf vorbereitet sein, du musst wissen, was du erwartest. Ich persönlich kann mir Sun O in meiner Freizeit jetzt nicht fett gönnen, um es mal so auszudrücken. Also ist man da richtig schön breit dann, oder? Ich denke mal, das ist sicher gute Musik, wenn man breit ist. Ja, genau. Und Drone ist ganz gut, wenn du es wirklich im Hintergrund laufen hast. Und ich glaube, wenn du da noch was drin hast, dann ist, glaube ich, das gut, weil da gibt es keine Drums oder so, was einen auffällt, sondern einfach nur diese Drone, diese ewig lang gezogenen Chords, die einen so ein bisschen mitreißen und tragen. Ich meine, ich mag ja Drone. Ich setze es immer noch gerne ein, wie soll ich sagen, wenn es gerade bei meinen elektronischen Livestreams, wenn ich ja ab und zu dabei bin, so als Keyboarder und so, da drohen ja auch durch. Und unser Drummer, der das Ganze leitet, wird dann immer so ziemlich angepisst, weil er nämlich losgrooven will. Hat nichts zu tun. Ja, weil hier ewig noch Akkorde liegen oder Omnisphere in seinen vollen Zügen aufgerissen.
Und alle so, das hat keinen Bass. Und dann reißt die Bassstation auf und dann alle so, boah. Boah, meine Güte. Ja. Joan. Um auf Joan zurückzukommen. Wie fandet ihr von 2014, das war zuerst 2014, von Boris Neuss den Release? Wenn ihr den gehört habt. Mensch, das war aber super. Nie gehört, aber wenn wir schon bei elektronischer Musik sind, John Hopkins. John Hopkins hat mich nie richtig interessiert. Immunity, die neue, die von 2013, also die Remixes von 2014, ich habe die Special Edition, deswegen auf 2013. John Hopkins, Immunity, das ist, für mich ist das mindestens in den Top 3 des Jahres damals. Nicht schlecht, also ich weiß nicht, ich kenne von ihm hauptsächlich nur den nur The Wider Sun, den Song und den Candles Soundtrack. Ja, da muss Candles Soundtrack. Da muss er auch natürlich den Monster Soundtrack, Schwachsinn. Ja, aber das ist für mich den besten Coldplay Song, den es gibt, den er geschrieben hat. Er schreibt ja Coldplay Songs, ne? Ja. Und er hat hat Midnight geschrieben. Midnight ist tatsächlich das, was für mich Ghost Stories rettet. Wobei, was heißt, ja. John Hopkins rettet die Platte. Das ist ja eigentlich nur John Hopkins und Chris Martin. Ja, genau. Und er hat auch, wie heißt das andere Lied? Ist ja auch egal. Das hat er auch geschrieben. Ist ja auch egal, er hat's geschrieben. Sky ja, richtig. Of Stars? Oder nee, das war Avicii. Nee, aber Strawberry Sweet. Also, sorry, Sky Full of Stars hört sich aber nicht nach John Hopkins an. Also, nee, das war Avicii auch. Das war Avicii. Nee, aber Strawberry Swing hat er mitgeschrieben. Avicii, John Hopkins, alles ist selbst. Das ist. Sind Blasphemie. Alter, Let's Fail, hör dir mal Insides an. Insights von John Hopkins 2009. Da ist The Wider Sun drauf sogar. Da ist The Wider Sun, ist der Anfang, aber nachher ballert das Ding los, Alter. Was ist denn für dich ballern? Was hörst du, was für ein Genre? Was hörst du überhaupt für Musik? Wie fandest du von Oneath Rigg's Point Never Garden of Delete? Nie oder Helene Fischer. Was, du kennst den Oneath Rigg's Point Never? Nee, ist komischer Name. Spricht aber, man sich 1-0 Point Never? Ich hab doch keine Ahnung. Also, na gut. Ist doch egal, wie man den ausspricht. Ja. Gebt ihr mal gar noch die Lese. Was aber an der Stelle essentiell ist, wie fandet ihr dieses Jahr Farbenspiel von Helene Fischer? Dieses Jahr fand ich es besser als letztes Jahr und 2013. Ja, auf jeden Fall. Ja, mich hat er dieses Jahr Weihnachten mit Helene Fischer sehr begeistert. Also, das Cover von einem Farbenspiel sieht aus wie ein Instagram-Bild. Das Album ist eine Stunde, eine Minute lang, meine Güte. Oh Gott. Ja, genug Zeit zum Saufen. Wenn Helene Fischer Album fast so lang ist wie ein Progressive Rock Album. Ja, das ist schlimm. Wobei Progressive Rock Alben sind ja meistens 80 Minuten lang inzwischen. Ja, gut. Wobei Haken haben sich ja erstaunlich zurückgehalten. Das wollte ich übrigens sagen. Die ersten drei von denen sind allesamt in meinen mindestens in den Top 5. Aquarius und Visions sogar quasi Top 1 für 2010. Das ist schlimm, dass ich diesen Namen gar nicht kenne. Haken? Aus England, die musst du kennen, wenn du Progressive Rock der Neuzeit kennen willst. Halt die Fresse, sag mir nochmal, wie man das schreibt. H wie Haken, einfach. Aiken, A-K-O-N. H-A-K-E-N. Aiken, A-K-O-N. Aha. Okay, ich speichere mal The Mountains. Ja, The Mountain ist geil, aber nimm die Aquarius. Nimm die Aquarius, nimm da Celestial Elixir. Das ist aber nicht aus Spotify. So. Scheiße. Nimm den Morgen und nimm Cockroach King. Da gibt es ein verdammt geiles Video mit Puppen dazu. Das ist auch auf Platz 1 hier, der meistgehörten Songs. Ja, das ist Cockroach King ist geil. Das ist so quasi. Die sind live auch der absolute Hammer, ganz ehrlich. 2,5 Stunden lang. Womit würdest du den Sound vergleichen? Das ist wie wenn du Dream Theater. Meet New Art Rock, meet Little Bit Part Muse, Little Bit Part, also viel Gentle Giant, eher auch teilweise 70er, kombiniert mit schönen Nullerjahren Gitarren. Das ist eigentlich sehr eigen. Also, das klingt abstrus, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal geben. Also die ersten zwei Alben sind ziemlich schmieriger Brock, also das ist echt klebrig teilweise. Das neue ist hart und kantig und das vierte, das sie jetzt gerade in der Machen sind. Klebrig wie Infestis Sumam von Ghost. Ich fand, dass die Mische auf diesem Album schrecklich war. Ghost höre ich mir nicht an. Aus Ghost hörst du dir nicht an, warum nee. Nicht? Hab mich nie gejuckt. Hab zwei Songs von denen gehört und da habe ich gefunden, nee, das Ganze, das ist mir selbst unter dem Theateraspekt ist mir diese ganze Satanisten-Scheiße zu blöd und der Sound. Satanisten-Scheiße, dann hör dir doch mal von 2014, das bei mir nämlich lustigerweise unter den Top 3 Alben von Behemoth The Satanist.
Das ist ein Top-Album. Ja, das ist auch ein gutes Album, aber... Warte mal. Also, bei Ghost, die das Ganze nur so ein bisschen theatralisch aufziehen, also aber der Satanisten-Aspekt, das geht gar nicht. Aber bei Behemoth, die wirklich einen auf Satanist machen und wo das Album The Satanist heißt und die Tracks heißen Ora Pro Nobis Lucifer, The Satanist und Oh Father, Oh Satan, Oh Son, das war dann ein gutes Album, oder wie? Das war musikalisch betrachtet, war es halt etwas, das den Black Metal ungefähr so gut vorangeschubst hat, wie damals. Einer der besten Black Metal-Alben der letzten 10 Jahre. Ja, das hat Black Metal so fortgeschubst wie After von Isan damals. Und bei dem war ich ja echt gespannt aufs neue Album, weil After ist ja. Warte mal, ich dachte eigentlich, dass sich dieser. Hä, warum stört dich das dann bei Ghost? Ghost ist nicht mal wirklich sehr, die sind nicht mal richtig satanistisch. Bei Ghost ist zum einen, bei Behemoth, das höre ich ja auch nicht aktiv. Das habe ich mal ein bisschen reingehört und habe gedacht, geil, die expandieren den Sound. Bei Isan ist es mehr oder weniger egal, weil es bei denen in den Texten nicht wieder darum geht. Aber bei Ghost ist zum einen Theater, das kannst du jetzt werten, wie du willst, aber da geht mir das theatralisch ein bisschen auf die Eier und dazu ist es einfach überhaupt nicht mein Sound. Das ist irgendwie so bekifft, das Stoner Rock. Was? Stoner Rock? Was? Oder was? Wie auch immer du das nennen möchtest, aber. Das ist eigentlich Oldschool Metal vermischt mit Progressive Rock. Es ist nicht gut. Doch, es ist total gut. Das Album Infest ist so mal. Also, hör mal zu, ich muss jetzt meinen kleinen Vortrag halten über Ghost. So, weil ich habe da. Können wir bitte zu Helene Fischer zurückkommen? Nein, können wir nicht. Ich halte jetzt meinen Monolog über Ghost. Opus Eponymous 2010. Schrecklich produziert. Ja, schrecklich produziert. Die Keyboards klingen wie bei Iron Maiden. Und klingt total scheiße. Aber die Songs klingen live richtig gut. Songwriting-technisch waren sie auch schon damals relativ gut. So, dann kam Infest is to Mom, wo sie halt irgendwie von der Produktion besser waren. Aber die Gitarren haben so flach. Das war mir nicht. Hart klingt komisch, aber ich mochte einfach überhaupt nicht, wie es abgemischt war. Trotzdem waren da einige super Songs dabei, fand ich. Ghoulay Zombie Queen war 8-minütiger, total genialer Song. 2 Songs in einem praktisch. Year Zero ist einfach total catchy, da kann ich nichts anderes zu sagen und hat auch eine unglaublich geniale Stimmung, gerade live. Und Monstrance Clock ist nicht ohne Grund bei jedem ihrer Live-Sets der Abschluss, weil das ist einfach ist ein göttlicher Song. Da stört es auch nicht, dass die Gitarren so ein bisschen runter sind, weil da hat's gepasst, weil die scharfen Keyboards das irgendwie retten bei Monstrance Clock. Also ich kann verstehen, wenn man diese beiden Alben nicht mag und nicht als gut bewertet. Wie gesagt, ich habe da meinen Spaß mit, aber das liegt wahrscheinlich schlicht und ergreifend daran, dass ich Miliora, und zwar das 2015 released Album von Ghost, für eines, wenn nicht sogar das beste Album dieses Jahr halte. Stephen Wilson, Head Cannot Erase. Miliora. Head Cannot Erase. Meliora, das, wie heißt es? Also, ich weiß, wenn man sich das, ich weiß nicht, ob du da mal drin rumgeskippt hast, so klein Nee. Das für mich jetzt. Nicht mal in Meliora hast du nicht mal rumgeskippt. Ich hab's mal, ich hatte es in Spotify kurz in der Werbung, dann bin ich drüber gesprungen und jeder Song klang gleich und dann bin ich weiter. Da. So, jetzt das kommen wir mal zu wirklich guter Musik. Mein zweiter Favorit dieses Jahr. Nein, Moment mal. Ich habe keine Ahnung von nichts. Natürlich. So, wenn ihr schon. Du bist jetzt ruhig, du hast gar kein Recht zu reden. Natürlich habe ich das. Meliora, gib mir das selbst. Die ganzen 41 Minuten, die es geht, hat es keine Schwächen. Es hat keine Schwäche. Das ist wie Menschen, die sagen, Master of Puppets hat keine Schwäche. So, wir kommen jetzt endlich zu guter Musik. Und hör dir allein schon mal Series an. Das ist einer der besten Rock-Songs, die in dem 21. Jahrhundert bisher veröffentlicht wurden. Bam. Motherfucker. So. Tabaluga, es lebe die Freundschaft. Wie fandet ihr dieses Album dieses Jahr? Ja, aber punkto schlechte Mische. Warum? Meliora hat super Mische. Meliora hat eine gute Mische, kann man ganz ehrlich sagen. Das ist auch ein guter Mischer. Bei dem verpflichtet der Name schon. Aber warum klingt eigentlich A Few Sides dünner als Journey of Damn? Das ist die große Frage. André. Risen to a Flood klingt gut. Ja. Das ist alles, was ich wollte. Sag mal, hast du eigentlich das Klavier von Never Trust a Stranger verbrochen? Ja, aber ich habe es nicht gemischt. Also das war Daniel. Und nee, aber das... Aber das Ich habe auf die Presse gehauen. Ich habe mich echt gefragt, seit wann spielt Felix so gut und warum macht er das nie auf dem neuen Album? Du bist also de facto echt der bessere Keyboarder von Future. Naja, so würde ich das nicht sagen, aber ja. Ich muss an der Stelle wirklich mal sagen, ich finde André als einzigen in dieser Runde wirklich auch qualifiziert, der eine qualifizierte Meinung auch zu einem Album wie Tabaluga, es leben wie die Freundschaft, abgeben kann, finde ich.
Richtig, ich finde das Album sehr schlecht. Hast ja. du nicht gehört? Wie? Peter Maffay. Jetzt. Weiß nicht, also ich habe meine Zeit anders verbracht. Nee, also nee, das habe ich mir dieses Jahr rauf und runter zum Beispiel. Tabaluga war echt ein halbes, ich soll sagen, ein halbes Jahrhundert vor meiner Existenz, oder? Hat er nicht schon mal, nein, der hat dieses Jahr wieder ein Tabaluga-Album gedroppt. Hat er nicht schon mal ein Tabaluga-Album gedroppt? Peter? Direkt nach den sieben Brücken. Warte mal, ich nichts anderes mehr. Peter Maffay, warte, ich guck das jetzt auf Spotify. Sein letztes Album war Tabaluga, es lebe die Freundschaft, das Album davor war, ach du Scheiße, das hat ja drei CDs. Was ist denn das so? Mit Samy Deluxe, was? Was? Ja. Was? Tabaluga mit Featuring Michael Bulli Herbig. Okay. Schön fand ich aber auch Dezemberträume von Rolf Zukowski. Oder die perfekte Kombination Geschichte Featuring Uwe Ochsenknecht. Wille Fresse. Featuring Helene Fischer. Ich nee, aber um das Thema 3 CDZ-Box zu bringen. Simon, tut mir echt leid, dass du die Alligator-Box nicht abgegriffen hast. Die Festival-CD ist großartig. Ja, kann sein. Nee, das will ich gar nicht. Nur über mein Leitungs- Album jetzt mal. Doch, 2012, Tabaluga und Zeichen der Zeit. Die gibt's übrigens auch auf iTunes, falls du sie willst. Wie, ist sie mir doch wieder bei Tabaluga? Ich möchte jetzt über das Alligator. Lass sie einfach von irgendwem schicken. Ja, ich hab's. Meine Güte, wie fandet ihr denn eigentlich das neue Alligator-Album? Also jetzt mal for real. Ich fand's, sag mal so, ich finde. Teile davon sind genial, also Lass liegen ist definitiv ein Lass liegen ist der Top-Track des Albums. Der Top-Track des Albums ist Gute Bekannte. Nein, ist es nicht. So, also erstmal das Lied. Teamgeist. Was ich göttlich fand bei Lass liegen war im Refrain, ja. Wie das einfach, ich weiß nicht, ob es in der Mische lag oder an irgendwelchen Synthesizern, aber es klang unglaublich weit, ohne dass da irgendwelche direkten erkennbaren Instrumente waren. Das war fett ohne Ende, ohne Gitarre und fast ohne Basslauf. Ich habe mich dann gefragt, wo kommt diese Weite her? Das sind aber es klang total geil. Im Prinzip ist es eigentlich, ich habe es mal versucht auseinanderzunehmen, der Beat, das macht er gerne mal, dass er die Snare einfach so zusammenmixt aus so vielen Samples, dass das alleine schon den Boden hält und dann braucht er eigentlich nur noch 3-4 Keys komplett auseinander zu pennen. Eigentlich ein billiger Trick. Das ist genau das, was du zum Beispiel auf dem Future, gut, auf dem Future-Album ist es vor allem Hall, 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 oder? Das ist diese Wahl. Ja, das ist mir aber, ich muss aber zugeben, bei Future ist mir manchmal zu viel Hall, for sure. Das ist manchmal zu viel Hall. Ich bin ja immer noch ein Freund von diesen trockeneren Future-Songs, zum Beispiel ist eben die Room-Session von Jack Polittens. Wenn ich sage, dass zu viel Hall auf dem Song ist, wenn das ein Beach House-Fan sagt, dann, ne? Respekt. Ich habe nie Beach House gehört. Moment mal, an der Stelle habe ich eine ganz wichtige Frage an André. Letztendlich unterbricht mich einfach, das ist nicht gut. André, wieso bist du eigentlich nur der zweite Keyboarder von Future? Das interessiert mich gerade seit 10 Minuten. Ich bin auch nicht der zweite Keyboarder. Wie? Nee, ich bin... Das ist ein schlechter Witz, Mann. Ja. Mille, du checkst ja gar nichts, ey. Nee, aber um auf Alligator zurückzukommen. Kennst du Ironie? Nein, wir reden jetzt über Musik, ist keine Lösung, verdammte Scheiße. Ja. Nein, Moment mal. Ironie hört sich aber anders an. Nein, wir reden jetzt nicht über Ironie, wir reden heute über Musik. Simon, welches ich weiß ja nicht, was das ist. Das kann doch nicht sein, du hast doch zumindest Musik ist keine Lösung gehört, Lars. Nein, ich kenne nur. Ich hab's ihm sogar geschickt. Da kommt man noch nicht dran vorbei an einem neuen Alligator-Album. Home Sweet Home von Andreas Gabalier. Home Sweet Home von Till Lindemann, beziehungsweise Lindemann, der Band. Das war okay. Aber fick dich, Mille. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du seriös bist. Ganz ehrlich. Und nein, ist ein Irrtum. Nee, weißt du, wer bei uns fängt an, sich eine Diskussion anzubahnen? Wie fandet ihr das neue Helene Fischer-Album? Egal. Ja, das sind Fragen, die auch die Welt bewegen. Nein. Nee, also, Simon, Favorit vom neuen Kali-Album? Okay, also, was bei Gute Bekannte ich persönlich schrecklich fand, es kommt darauf an, womit man es hört. Allerdings gibt es diese Stein-Samples, wo er in den Stein tritt. Ja. Das ging mir so auf die Nerven. Das ist so. Den ganzen Song. Ansonsten mochte ich den Song echt. Ich weiß nicht, ich mag dieses kleine
ich weiß nicht, das hat ja noch so eine witzige Bedeutung, dieses Solo. Ne? Weiß ich nicht. Ich fand das ansonsten total geil, aber wenn ich jetzt es mit meinen In-Ear-Kopfhörern höre, geht das total auf den Sack, da kann ich es gar nicht hören. Das habe ich mit dem 2002-Album von Deep Top, das kennt wahrscheinlich auch niemand, Shadows of the Past, was haben wir in the Dark, Progressive Rock aus der Schweiz, schicke ich dir sogar per Daten, Let's Fail. Mir fällt an dieser Stelle eine kleine lustige Anekdote ein von dem Album, was man nur auf Handyboxen hören kann. Weil einem sonst auffällt, dass bei dem Album gefühlt 0 bis 500 Hertz komplett rausgeschnitten wurden, extra. Und zwar Nattens Madrigal von Ulva, was ein Black-Metal-Album ist, was nicht nur underproduced ist, sondern ich habe so das Gefühl, die haben ein cooles Album gemacht, coole Songs geschrieben, dann gesagt, boah, das klingt aber eigentlich schon wieder zu gut, lass doch mal richtig scheiße klingen lassen. Weiß nicht, also ihr müsst davon nur 2 Sekunden hören. Aber ist Black Metal nicht eigentlich dafür geschaffen, dass es klingt wie in der Wellblechhütte im hohen Norden produziert? Nein, es klingt noch viel schlimmer. Hier, bitte sehr. Da. Gib dir das mal. Oder ist das. Oh scheiße, das ist YouTube. Was ist das mal für ein Video? Achso, das ist Ohrbruno bis Lucifer. Warte mal, Titellink kopieren heißt das, ne? Ja, hier. So, Open Spotify. Ich hoffe, du hast Spotify. Skip einfach in die Mitte und denk dir so, das ganze Album wird sich so anhören. Von der Mische her. Der Link bringt nur den Zuschauer. Du hast auch gar keine Drums am Anfang. Ja, du kannst ja einblenden. Vielleicht einmal. Ich poste Videobeschreibung. Videobeschreibung. Ja, ich höre da gar nicht niemand rein. Die Videobeschreibung steht nur noch auf links. Ja, genau. So also, hörst du das gerade? Ich finde das total schlimm. Aber auf Handyboxen fällt es dir nicht auf, weil die haben ja eh keinen Bass. Das finde ich auch immer gut, wie Julian versucht, die beschissenen Runden als gut zu verkaufen. Indem er sagt, ja, die Leute hören sich halt nur übers Handy an, dann kriegen sie es gar nicht mit, wie dope das ist. Wie dope das ist, ey, ja. Boah. Aber Julian macht ja so jetzt kein Battle mehr ab nächsten Jahr, ist ja Schluss damit. Von daher ist das alles hinfällig. Ja, und das VBT geht in die Elite und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh darüber, dass es wenigstens noch VBT gibt, weil, also Dima und Frank haben mich dieses Jahr schon brutal gut unterhalten. Ich hätte es Dima gegönnt. Nein. Dima, okay, aber Frank, ey, Gott. Frank Hemd. Das passiert, wenn... Habe ich nur als Meme mitgekriegt. Einhorn irgendwie... Ach Gott, nee, ich will gar nicht, nee, ich hoffe. Das ist wie wenn du Tuttle mit den Lochis kreuzt. Fandest du eigentlich auch, so gemein wollte ich es nicht sein, aber. Das Doktorspielen das schlechteste Song vom Album war. Nee. Das klang wie so ein schlechter Trailerpark-Verschnitt, fand ich. Ja, vom Beat her, ja. Ich finde nur vom Beat, den Beat fand ich schrecklich. Wenn das behinderte Sample nicht wäre, wäre es sogar noch halbwegs gut. Weil Von welchem Sample redest du jetzt? Meinst du dieses Silosimak? Ja, genau das. Das ruiniert den ganzen Song für mich. Nervt echt, das macht total die Struktur von dem Song. Ja, weil ansonsten, textlich ist der Song geil. Das ist okay. Aber das hat jedes Alligator-Album, außer die Schlaftabletten Rotwein-Alben, die sind komischerweise umgekehrt. Bei denen ist der Anfang kacke und das Ende geil. Also genial. Und bei dem normalen Alligator-Album ist bis zum zweiten Dreier-Track, also Mama kannst du mich abholen, 2, ist eigentlich alles mehr oder weniger superb und nachher wird's schwach. Ich finde, das bedeutet Krieg, diese gepitchte Stimme schrecklich. Das macht den ganzen Song kaputt. Ja, das ist wie beim Tripper-Song. Das war auch schon. Ja, das ist auch schrecklich. Boah, es juckt. Das ist voll schlimm, das kannst du dir deswegen nicht geben. Und ich weiß nicht, das bedeutet Krieg, mir gefällt eigentlich generell, wie der Beat aufgebaut ist und generell auch, wie er produziert ist. Man hört halt in der Hook hast du zum Beispiel dieses, also du hörst zum Beispiel... Let me talk. Du hörst im Hintergrund zum Beispiel, da gab es ja dieses Entstehungsgeschichten-Ding. Und du hörst halt im, das bedeutet Krieg zum Beispiel im Refrain dann, wie im Hintergrund so ein Wasser fließt und sowas. Und generell durch diese Flöte, die er eingespielt hat und diese relativ weichen Drums, klingt das, ich weiß es nicht, mir gefällt das so, verglichen mit dem relativ eher reinhauenden Versen. Und also von der Struktur her auch. Aber gerade die Beats auf dem Album finde ich entweder saustark oder übel schwach. Same here. Das ist, was? Ja, das ist irgendwie, also zum einen hat er göttliche Beats wie Musik ist keine Lösung, lass liegen, der vom Vorgericht ist auch geil. Als Vorgericht Beat, ist urwurmig halt, echt. Ja, auch wenn die Hooks scheißt da manchmal rein, entweder sind sie grandios oder sie sind einfach nur lahm. Ich fand bei Teamgeist die Hook lahm und da fand ich auch nur die Verses, die waren super. Der Text von Teamgeist ist einer der besten vom ganzen Album. Der beste. Nach Lass liegen und Musik ist keine Lösung, ist das der beste. Aber ich weiß nicht, der Refrain ist so... Die Hooks verschenkt er echt gern. Also der Refrain klingt wie so eine Interlude fast schon so im Song, so wie so eine Bridge, der klingt wie eine Pre-Hook. Die Hook klingt wie eine Pre-Hook, finde ich. Weiß ich nicht, ja? Und dann wartet man auf die Hook, aber dann kommt keine Hook. Da geht's dann weiter. Weiß ich nicht. Und habe ich recht, mochte ich nicht. Mochte ich offen gesagt nicht. Vom Beat her jetzt.
Also vom Text her ist es eigentlich, da ist nichts wirklich Schlechtes dabei, da gibt es besser und schlechter. Aber da hätte die Hook echt geil rappen können und das wäre ein guter Song geworden. Aber so mit dem Beatdrop ist es einfach nur lahm. Ich wiederhole mich nur ungern. Wie bitte? Das ist aber geil. Das finde ich, habe ich recht. Das finde ich eigentlich ganz okay, aber im Großen und Ganzen... Die dritte Wiederholung hätte nicht sein müssen. Nein, irgendwann reicht es. Wir wissen immer noch nicht, was Simons Lieblingssong ist. Wollen wir das wirklich wissen? Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Die Frage ist, wollen wir das wirklich wissen? Nickelback Photograph. Wollen wir nicht lieber meinen Lieblingssong wissen? Ja. Look at this photograph. Durchgehend offline. Nee, nicht. Durchgehend online benutze ich Löwenkind. Als Rausschmeißer in der Disse. Löwenkind, ja, genau. Mein absoluter Lieblingssong, 2015. Löwenkind, ja, das war super. Ja, das war gut, ja. Mein Highlight. Mein absoluter Lieblingssong. Man hört, sagst du vorne, was? Ich fand Doppelkinder am besten. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Jan Böhmer. Aber das ist ja wirklich gut. Das war echt gut. Mir hat das echt gefallen. Normalerweise bin ich ja so bei Memes immer sehr kritisch, die sich so übermäßig viral verbreiten, aber den Song fand ich echt gut. Ja, und ich finde auch... Brichst du das Gesetz, bricht die Polizei die Beine, ist super. Haust du einen Polizei kaputt? Komm, 25 Mal. Das Beste ist, Polizei darf das. Aber noch besser hat mir von Jan Böhmermann ISIS gefallen. Ich fand Style und das Geld das Beste. Ich fand Laugengebäck als Parodie gut. Also ja. Als eigenes, ich weiß nicht, aber so als... Besoffen auf Facebook war als Song auch stark, aber ja, plus minus. Also ich weiß nicht, ich mochte halt diese Absurdität des Textes. All hell to the Laugengebäck. Egal. Ja. Aber das generell so mit so... Was ich ist übrigens, weil wir ja auch einen der Crew von Wir haben Internet dabei haben. Ich finde die Parodie von Marty als das, was sie ist, nämlich um die Mainstream-Medien zu ficken, finde ich es grandios. Ich fand's auch echt. Ich dachte mir so, boah, nee, die reiten jetzt wieder auf irgendeinem aktuellen Meme rum, um irgendwie lustig zu sein, weil ihnen nichts Besseres einfällt. Aber es war echt gut, ist trotzdem gut. Also, ich hab zuerst gedacht, nee, bitte nicht. Dann habe ich es durchgehört und dann war einfach nur mich totgelacht, ganz ehrlich. Ja, es war auch eher so eine Guerilla-Aktion und eigentlich ist es auch total dämlich, eine Parodie zu parodieren, aber Inwiefern warst du da involviert? Warst du wirklich involviert oder ist das wieder ein schlechter Witz, den ich nicht verstehe? Nee, er hat in dem Video rum. Ich hab in dem Video rum einfach so. It's something. Ja, und den Pullover haben wir gemacht. Ja. Ja, das was war ich halt da nur ein bisschen komisch finde, ist halt, dass gerade von den YouTubern, ja, weißt du, die ja eigentlich schon so in Sachen Product Placement alles sehr, sehr konventionell sein wollen, dann eben dieser fernsehkritische Song kommt. Das habe ich halt so gedacht. Simon, so, das ist Humor. Ja, das verstehst du. Ist ja gerade nicht fernsehkritisch. Der Text wurde geschrieben von Marie und Manuel Meinberg. Ja. Manuel Meinberg ist... Ich hasse Marie Meinberg. Ist ein Drehbuch. Nein. Aber sie ist halt wichtig. Also, ne? Ich sag nichts gegen Marie, Mann. Sorry, aber ich weiß nicht, es ist so, die hat bei mir so ein Image, ich weiß nicht, seitdem sie bei neben Le Floyd steht und sagt, hey, Eltern, ich da habt ihr gesagt, ich erreiche nichts damit, aber jetzt darf ich neben Le Floyd stehen und lächeln. Neben Merkel. Neben Le Floyd. Le Floyd steht neben Frau Merkel, ja. Aber Marie Meinberg steht nur neben Le Floyd, aber denkt, sie steht neben Merkel. Wie schnell man von Musik zu Merkel und Le Floyd kommt, ne? Das ist schon Wahnsinn. Ja, es hängt alles zusammen. Ja, das ist schön an dieser improvisierten Talkrunde. Ich wollte es rausprovozieren und es ist mir besser als erwartet gelungen. Ja. Ich hätte gar keine Liste zusammenstellen sollen, das hat sich gar nicht gelohnt. Nee, aber es hat sich nämlich schon gelohnt. Ich habe sie reingepostet, damit ich habe. Ah, du hast Triebwerke, fandest du ja auch gut. Und ich muss dazu ganz ehrlich sagen, Triebwerke... Schlaftabletten Rotwein 3 war von 2011, dann nehme ich das auch noch rein, ich mochte das auch. Das war 2011 und das fand ich, ganz ehrlich, ich habe es reingenommen, weil es 2011 echt nicht stark war. Da gab es Archive, okay, nee, es gab nicht mal Archive und das war schlimm. Was habe ich das, ja... Redest du jetzt von welchem Jahr redest du nochmal? Das war 2011, ich habe auch da fast gar nichts. Gib dir das mal. Ich hab zwei Alben. Ja. Ich hab nur eins. Ich hab Pussifer Conditions of My Parole. Mein Guilty Pleasure. Also ich hab von Pussifer eigentlich nur das neue The Money Shot richtig oft gehört. Was heißt richtig oft, aber zumindest ein paar Mal gehört, mir gefällt's. Und Conditions of My Parole habe ich nur einmal gehört und es hat mir gefallen. Und dann wollte ich eigentlich Money Shot reinnehmen, weil ich habe schon genug Alben in 2015. Deswegen habe ich gesagt, komm, haust du mal Conditions of My Parole rein, das ist okay. Ja gut, 2011 war halt... Scheiße, ja. Ja, es war irgendwie war es kacke. Ich habe es auch hier nochmal offen und ich sehe sehr viel Eigencontent. Animals as Leaders war noch drin, okay. Devin Townsend hat zwei gemacht, die beide nicht gut waren.
Haken haben natürlich mit Visions wieder alles überflügelt, aber ansonsten, ja, Journey of Damn gab es noch und das war halt auch gut, aber eben das... War echt ein Kackjahr einfach, da war nicht viel. Da war zwar einiges, aber nichts eigentlich. Doch. Aber nichts von Substanz, oder? Und deswegen ragen Haken ja da oben raus. Du musst dir vorstellen, wenn eine Band mit dem ersten Album so einschlägt und dann das Debüt hinterher, den zweiten Album hinterher schiebt, ein Jahr später, und das ist noch besser. Dann, out. Not bad. Da hat man auf jeden Fall. Ja, und die werden ja, die sind ja, also mit The Mountain sind die ja durchgekracht und plötzlich habe ich die damals vor 30 Leuten gesehen und plötzlich waren es 150. Und das im hinterletzten Kaff. Not bad. Not Mir fällt bad. Auch gerade was ganz Lustiges auf. Die Zuschauer können das an der Stelle Übrigens, gar nicht wenn sehen. Ihr irgendwas zu. Schnauze! Wenn ihr irgendwas zu dieser Liste sagen wollt, ey. Ja. Ja, ich sag gleich was dazu. Anamana Gucci, was ist denn das? Was? Achso, Anamana Gucci ist so eine Art Mix aus Rock und 8-Bit-Sounds. Und ich muss sagen, dass sogar das Album, was ich jetzt hier hatte, Endless Fantasy, teilweise echt Schwächen hatte. Es war meiner Meinung nach zu lang. Und es hatte auch ein paar Tracks, die einfach nicht hätten sein müssen. Die waren nicht schlecht, aber sie haben dem Album rein gar nichts beigetragen. Aber im Großen und Ganzen war das eine große Weiterentwicklung, fand ich, für ihren Sound. Und weil der Sound immer noch absolut einzigartig ist, war das trotzdem ein Album, was ich teilweise echt gut fand. Ich fand Endless Fantasy, also dafür, dass es auch zum Großteil Instrumental eigentlich ist. Die hatten irgendwie zwei Pop-Versuche auf dem Album, die aber beide nicht wirklich funktioniert haben. Endless Fantasy fand ich total cool. Japan Air ist eigentlich ist es peinlich, aber es ist eigentlich echt irgendwie trotzdem cool. Keine Ahnung. Miau ist total, total genial, finde ich persönlich. Aber wie gesagt, das, entweder man hasst es oder man mag es. Also, weiß nicht, kann man dieses Mal reinhören. Ist sehr hipster auf jeden Fall. Aber ist zum Glück in die Zukunft wirklich so gut, dass du das jetzt sagen würdest. Ja, ich fand, das ist einer der, das ist einer meiner Lieblings-Deutschrap-Alben. Zum Glück in die Zukunft 1, nicht 2. 2 fand ich gar nicht so gut. Mhm. Ja, 2 hatte echte Längen. Simon, was war jetzt dein Lieblingssong aus dem neuen Alligator-Album und würdest du es gegenüber Triebwerke als besser oder als schlechter bezeichnen? Wollen wir das wissen? Lieblingslied. Ja. Ja. Es geht hier um Musik, auch wenn du dich dafür nicht interessierst. Moment, das hat niemand gesagt. Ich glaube, es schwankt so zwischen das Liegen und eigentlich vor Gericht. Ich weiß nicht, ich finde das geil. Die Single-Releases. Ja. Ich fand damals bei Triebwerke auch Willst du echt stark. Ich finde immer noch, dass es der beste Song vom Album. Auch wenn er, halt total verheizt wurde. Aber insgesamt finde ich Triebwerke, also ich habe jetzt das Neue noch nicht so oft gehört, das wird sich dann auf Dauer zeigen, aber bis jetzt gefällt mir Triebwerke noch besser. Ich finde, dass Triebwerke in sich schlüssiger ist. Ja, das wollte ich sagen, es ist konstanter. Konsistenter. Konsistenter, ja, es ist, es hat auch diesen Drop nach dem zweiten, zweiten Dreiteiler, also nach Amnesie und nach Münchhausen 2. Das finde ich überhaupt gar nicht. Ich finde, dass Prostitution total genialer Song ist. Ich finde, dass Rabenpferd total genial ist. Erntedank war scheiße, aber Trauerfeierlied hat sie wieder gerettet. Erntedank ist scheiße. Ich mochte das überhaupt nicht. Ja, Feature, kacke. Und Trauerfeierlied ist ein Top-Outro-Song. Ja. Der kann Outro-Song. Das ist so geil. Ich bin ihm so dankbar, echt, dass er dieses Mal bei Gute Bekannte so ein scheiß Feature gespart hat. Da hätte er echt mit Timi Hendrix reinscheißen können oder nochmal. Ich fand das Timi Hendrix-Album schrecklich. Ja, das war auch schlecht. Das habe ich mir einmal gegeben und danach gekostet. Hat auch Trostpreis versaut, ganz ehrlich. Das fand ich gar nicht, ich weiß nicht. Der Part gehört zwar zum Lied, aber ich finde irgendwie, wenn du den so im Auto hörst, oder? Kumpels alle total begeistert beim ersten Song, oder? Das sind so die typischen Casper-Hörer, oder? Ich musste mir neulich auf dem Italien-Trip mit den 4 Jungs, bin überstimmt worden im Auto, muss ich mir die ganze Zeit Crow geben. Also, ich wollte mich gegen Ende, wollte ich mich da hängen. Ah, man gewöhnt sich dran, wenn man so... Die Arrangement auf dem MTV Unplugged-Album retten es echt. Und was da mit seiner Stimme rausholen kann, ist halt schon gut. Aber die Lyrics, ey, Alter. Ja, da könnten wir auch einfach mal irgendwas anstimmen aus den wirklichen Perlen dieses Jahres. Ja, zum Beispiel... Ja, ich weiß... Lü. Nee, ich dachte da so mehr an die Amigos. Das war super textig. An die Amigos. Das auf jeden Fall aus. Ja. Amigos ist ein gutes Stichwort. Santiago Blue, sage ich nur. Tres Caballeros von den Aristocrats, also für alle, die instrumentale Wichsmusik mögen, mit so 120.000 Noten pro Sekunde, gebt euch das. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Auffassungen von den Amigos. Sag mal, wie fandest du eigentlich To Be Kind von Swans? Nie gehört. Was? Mensch, das war doch spitze. Das hat mich umgehauen. Jeder hat diesem Scheißalbum eine 10 von 10 gegeben und andere haben eine 0 von 10 gegeben. Das war so spannend. Geil, ey. Da war ich ein Screenshot an, allein die Baseline von dem am Anfang. Wie fandet ihr so gesehen eigentlich das SpongeBob-Album?
Scheiße. Habe ich mir aus Protest nicht mal einmal angehört. Hätte ich mir nicht mehr illegal runtergeladen. Aber ich Mensch, das war auch scheiße, speziell. Also muss ich auch sagen, das hat mich auch umgehauen dieses speziell. Jahr. Das war echt Experimental Electro-Rap. Ja. Also das war total. Mann, also da muss ich sagen. Ich hab nicht mal gemerkt, wo die Song überging immer. Nein, ich habe noch nie so schnelle, Hi-Hats gehört, außer in jedem anderen Trap-Song, aber egal. Vor allem ist es immer die gleiche. Das war echt so, ne? Das war der langweiligste Trap, den ich je gehört habe. Und jeder Song hört sich gleich an. Die gleichen 5 Presets aus Massive, die gleichen 5 generell. Massive ist für mich der Konter zu Omnisphere. Omnisphere wird total überreizt in der Popmusik. Und obwohl es eigentlich ein geiles Plugin ist, man muss einfach mal hinter die erste Favoritenbank gehen. Und welches? Schreibt mir das bitte mal auf. Omnisphere. Ich brauch Plugins, ich spiele immer noch viel rum. So. Spectrosonics Omnisphere. Nimm die 2er. Kostet... André, was kostet das Ding? Ich hab's nicht im Kopf. 3? Hallo, ich lerne noch, das heißt, ich lade mir 300 irgendwas. Ja. Ich lerne noch. Da wir ja gerade die Top-Alben dieses Jahres durchgehen, wie fandet ihr eigentlich Winterkinder von Rolf Zukowski? Boah, ey. Ich hab's sogar gehört. Bisschen gefühlsvoll. Ja, das. Ja, war doch spitze, ich oder? Ich fand, dass er sehr gut seine Depression in diesem Album gebracht hat. Winterkinder, wie das schon klingt. Omnisphere hat das Problem. Könnte auch ein Black Metal Album sein, deutsches. Metal, ja, bitte. Omnisphere hat das Problem, dass es einerseits ist es sauteuer, andererseits brauchst du 80 GB Speicher und drittens fängst du deinen Rechner, wenn es nicht ein MacBook mit 4 Kernen ist. Okay, fuck my life. Ich habe 16 GB RAM verkehrt. Das hat selbst mein damaliges 13 Zoll MacBook gefickt. Ich weiß nicht, André, auf was. Pimpe Butterfly. Auf was läuft's bei dir? Die bi-technische Antithese zu dem neuen SpongeBob-Album. Nichts gehört, nochmal. Zu Pimp a Butterfly, die Antithese soundtechnisch zum SpongeBob-Album von der Kreativität. Mhm. Möchtest du was dazu sagen? Ich finde ja, wenn man Pimp a Butterfly reinnimmt, muss man auch Kamasi Washington erwähnen, ja. Der eigentlich das beste Jazz-Album dieses Jahres rausgehauen hat. Oder auch das Jahrzehnt eigentlich. Nur weil Kendrick mit Jazz sympathisiert, ist er trotzdem eher noch Hip-Hop. Also. Ja, das stimmt. Weil for free, this dick ain't free, irgendwie wie so ein Free-Jazz-Song teilweise fast klingt. Irgendwie aber es war erstaunlich über die Grenzen hinüber im Vergleich zu anderen. Ich habe das gehört und dachte mir so, das kann doch nicht Mainstream sein, eigentlich. Weil das klingt so, also in meinem Kopf ist das kein Mainstream-Rap. Ich meine, ein paar Songs könnte man im Radio spielen, wie zum Beispiel All Right irgendwie so, weil das ja so ein bisschen Trappig irgendwie ist, aber zum Großteil war das eigentlich, also ich fand die Beats waren schon relativ experimentell, halt richtige Flying Lotus-Scheiße halt, mit Thundercat dabei, ne, mit seinem Bass-Scheiß da. Also ist nicht scheiße, aber ich sag das so. Ich stehe auf experimentelle Beats, zum Beispiel Sorgenkind von A nach X-Album, das ist übrigens mein Favorit 2012. Also das war auch spitze. Was? Das war auch spitze. Was war die Frage? Let's Fail? Hast du schon mit Butterfly hast du gehört, ne? Das habe ich gehört. Also ich bin zumindest drüber. Ich habe es irgendwo mitgekriegt und habe ein bisschen durchgeskippt. Konntest du es gar nicht zuhören, aber jetzt, wo du den Namen gesagt hast, wird es mir auch langsam klar, um was es ging. Ja, wie gesagt, ich stehe auf experimentellen Kack. Sorgenkind hat ja damals dieses Album zusammen mit Neo Disco gemacht und das ist ja echt so total orchestral, aber das ist für mich eigentlich... Ich schäme mich gerade, dass ich das nicht kenne, aber man kennt viel nicht. Ich kann dir auch viel nennen, weil ich nicht... Sorgenkind von A nach X. Ja. Okay. Das bestes Deutschrap-Album der letzten 5 Jahre. Ganz ehrlich. Ich speichere das mal ein. Das würde ich so nicht sagen, Tobi. Ich würde sagen, das beste Deutschrap-Album der letzten 5 Jahre war Amor, die schönsten Liebeslieder von Nur Rossi. Ich glaube, das Mille, war... Mille, wir haben abgemacht, du springst alle 10 Minuten rein und nicht alle 4, okay? Ja, gut. Ja. Ich nehme alles gut zurück. Aber trotzdem war das toll. Okay. Na, schlecht was nicht. Aber du hast doch vorher gesagt, Mainstream... bin ich eigentlich der Ein, also du hast wo du gesagt hast, das kann Mainstream sein, mir ging es ähnlich, als ich Anfang Januar beim Blödmarkt der Werbedildo für das neue Stephen Wilson Album hochging. Das war echt, die Aufblassäule, die da sonst, was weiß ich, Linkin Park oder Madonna oder was auch immer trägt, hat da echt bis eine halbe Woche vor dem eigentlichen Release dann, hat er echt 6 Wochen lang Stephen Wilson drauf gehabt. Ach, keine Ahnung, da gewöhnt man sich langsam dran. Ich meine, Aphex Twin, Syro, das wurde ja auch ohne Ende rumposauntet.
Also gut, aber Aphex Twin ist ja eigentlich echt schon fast Mainstream in der Elektronikszene irgendwie. Also. Mainstream ist auch nicht schlecht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich find's lustig, wenn Leute versuchen, Dinge zu verreißen, die in den... Ich habe das nie gesagt, dass das schlecht ist. Ich ist nur so, eigentlich, also ich höre das so und ich denke mir so, breite Masse, es klingt nicht so. Aber ja, das ist halt der Vorteil des Internets. Dadurch, dass man sich alles so leicht geben kann, ist halt man viel offener. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich wäre in Aphex Twin jetzt noch nicht reingekommen, wenn ich mir die Alben erst hätte kaufen müssen. Und jetzt habe ich mir auch ein paar Alben von Aphex Twin. So geht's mir in gewissen, ist es mir in gewisser Hinsicht lang gegangen, dass Spotify auch echt praktisch blöd ist. Die Hälfte von dem, was ich hören will, kriegst du nicht auf Spotify. Stephen Wilson zum Beispiel ist komplett raus bei Spotify, weil das so ein typischer die 70er waren geil Nerd ist. Aber das ist halt auch Handcan und Erase. Ich glaube, du kannst es komplett auf YouTube anhören. Das ist ja, habe ich bei Tool auch so gemacht, weil die gibt es ja auch nicht auf Spotify oder iTunes. Aber Pussifer und Third Teams, aber Pussifer und A Perfect Circle gibt es alle ohne Ende auf Spotify, was ich total komisch finde, weil meine, das ist von allen diesen Bands ist ja Maynard James Keenan oder so, das ist derselbe Band. Du unterschätzt Adam Jones. Ach wirklich, tue ich das? Ja, also der bei Perfect Circle. Nee, der bei Tool Gitarrist. Adam Jones. Frage, wer ist Adam Jones? Das ist der kreative Gitarrist. Das ist der kreative Kopf. Der spielt Gitarre, Synthes, ach so, macht der. Die ganzen Videos. Ach so, natürlich. Adam Jones? Ja. Adam Jones war damals FX Designer, der hat auch Jurassic Park CGI'd. Ja, den kennt man doch. Also das habe ich aber auch mitgekriegt. Sag mal aus reinem Interesse, hat Adam Jones noch andere Projekte außer Tool? Und Adam Jones war so, wir machen das nicht im Internet. Oder nee, Adam Jones hat Projekte, dass er sich einmal im Jahr mit irgendwelchen dubiosen Ausreden rausredet, wo das Album bleibt. So wie ich Mr. Trashback damals. Ich muss kurz unterbrechen. Ja, so. Ey, red nicht zu laut, der wohnt hier direkt neben dran. Ach. Ich muss kurz unterbrechen, ich muss jetzt nämlich los. Ja, mach's gut, Anne. Ja. Der einzige kompetente Gast geht jetzt. Ja, abschließend möchte ich noch sagen, ja, eine Top 3 Helene Fischer-Alben. Ja, bitte, das freut mich jetzt, ja. Ja, Top 3 der Helene Fischer-Alben. Farbenspiel ist auf 3. Auch mein Favorit, ja. Mit so Mainstream. Ja, das ist einfach, ich mag eher die undergroundigen Alben von ihr. Ja. Also Farbenspiel auf Platz 3. Auf Platz 2 Zaubermond. Oh ja, das war auch geil. Fand ich eindeutig ihr bestes Album. Ja. Eindeutig ihr bestes Album, sorry, nicht Zaubermond, sondern ihr bestes Album ist Von hier bis unendlich. Oh ja, das war mega. Das war geil. André, letzte Frage. Da war sie noch real. Irgendwie. Ja. 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 Oh, aber ich finde mal unter uns. Und heutzutage läuft sie mit Casey Rebel Video. Also an Martin Garrix kommt das nicht ran. Ist sie denn real? Nein. Ja. Martin Garrix, also als Martin Garrix Animal. Ist jünger als ich oder mehr Kohle als ich. Also, das tut mir echt weh. Also André ist der Einzige, der hier Ahnung hat in der Runde, um das doch einfach mal nochmal klar zu sagen. André, darf ich noch kurz fragen darf, kommt das Mokomo-Album noch dieses Jahr oder müssen wir auf Januar warten? Ja. Jetzt schweigt er. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich glaube, er will nochmal ein bisschen über Helene Fischer reden. Kann das sein, André? Auch nicht. André? Verdammt. Na dann? Ja, dann red einfach ich nochmal über Helene Fischer, würde ich sagen. Tschüss, André. Ich würde sagen, wir reden über Hesitation. Hesitation mal. Da ist er wieder, André. André. Ah, da ist er wieder. André? André? Where is he? Ja. Mikro ist ausgefallen. Ach. So, was? Scheiße. Helene Fischer war das Stichwort, André. Nee, wann, ob das Mokoma-Album noch dieses Jahr kommt oder nächstes. Nächstes, auf jeden Fall. Und zwar aus Gründen. Aus Gründen, ja. Aus Gründen. Aber man freut sich. Ich werde aber auch jeden noch retten. Wie wird die Zukunft für Helene Fischer 2016? Kurz noch. My group is big and auf jeden Fall weiter. Bigger, that's because sie wird weiter im Business sein, das ist gut, ja. Ja, also André, wir danke fürs spontane Mitmachen. Auf ein andermal. Und ja, danke vielmal. Leb wohl. Tschüss.
Der einzige kompetente Gast geht jetzt. Schönen Abend dir. Mach's gut. Ja, ist unglaublich. Super. Unglaublich. Ja. Das hätte ja echt gut werden können. Hättest du es nicht regelmäßig mit irgendwelchen Einspielern geschrottet, aber dafür habe ich dich ja gebucht. Wir sind da jetzt noch nicht vorbei. Nee, wir sind noch nicht vorbei, natürlich nicht. Ja, dann sag das doch noch. Warum eigentlich? Weil Hesitation Marks. Hesitation Marks, größte Scheiße des Jahres 2013. Und warum? Ja, dachte mir. Weil er sich nachher mit seiner geilen Live-Besetzung und Tension selbst gefickt hat. Nach Tension tönt alles von der Platte scheiße. Tension, warte mal. Das war die Tour. Achso, die Tour. Ich muss mal ganz kurz... Alter, Pino Palladino und Co. Also Pino Palladino war ich schon, oder? Aber dann hörst du zuerst mal, was Pino Palladino aus diesen Lines macht und dann denkst du einfach nur, meine Güte, ist das Zeug auf Hesitation Marks lahm. Ich muss an der Stelle nochmal das Thema brechen, es geht einfach nicht anders. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Gäste... Oh, halt doch mal die Fresse! Nein! Ja, um Gottes Willen! Nein! Ich finde, dass Hesitation Marks ein bisschen klingt wie... Der fällt einem einfach ins Wort, das gibt's doch nicht! Nee, ich finde, es klingt produziert wie auf einem monophonen Synthesizer und das darum war... Darum geht's doch! Ich mag Nine Inch Nails, wenn sie ein bisschen mehr Harmonie haben. Es geht bei... Nein, in Schnells darum, dass jedes Album irgendwie anders klingt. Ja, ich finde, dass man kein Album, kein Album, okay, was ähnlich vielleicht noch klingt, wäre maximal The Downward Spiral und dann eben das Zeug davor. The Downward Spiral und dann noch Broken und Pretty Hate Machine. Ja, Pretty Hate Machine, aber das ist doch jetzt nicht klingt so jedes Album, finde ich, absolut anders. Das hat auch nichts mit Gleich zu tun, aber ich habe so das Gefühl, Hesitation Marks, Nein, in Schnells stinkt für mich immer gegen die Live-Besetzung an. Wenn du A Warm Place, selbst nur in diesen schrottigen YouTube Mitschnitten hörst, die neue Remix-Version, dann kommt das Original einfach nur noch Classic rüber, sprich so wie eine Retro-Dings, wenn du quasi die finale Version später hörst. Wie jetzt? Du findest die Tour live, ich verstehe es gar nicht, du checkst es, checkst nicht. Findest du die Studio-Version scheiße oder die Live-Version scheiße? Ich finde, die Live-Version belebt für mich den Song und schwächt die Studio-Version. Die Studio-Version wirkt im Konzert mit der Downrose Spiral wirklich genial, klar. Aber das ist die stille Pointe des ganzen Albums. Aber auf Tour, dieser Remix vor Somewhat Damaged, das war so stark. Somewhat Damaged ist aber auch ein Götter. Der ist auch auf The also Fragile. Also Fragile ist meiner Meinung nach das beste Nine Inch Nails Album, obwohl mir da viele wahrscheinlich widersprechen werden, weil alle ja sagen, oh, The Downward Spiral ist das Beste. Ich finde The Downward Spiral super. Ich fand Lights in the Sky aber geil. Oh gut, das war auch eine Tour, ja. The Lights in the Sky. Jetzt aber was anderes. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass die Gäste bei uns mitten in der Sendung rausgehen. Ich glaube, das gab es bis jetzt auch noch nicht, außer bei der Isolierstation. Moment mal, Brain Content hatte das bislang noch nicht. Aber The Slip hatte auch ein paar gute Songs. Dann wird diese Premiere jetzt direkt mal verdoppelt, weil ich verabschiede mich auch, weil ich merke, ich habe hier nicht genug beizutragen zu dem Thema und habe auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Danke Simon fürs zumindest dabei sein. Damit geht der zweite kompetente Gast. Ich könnte mal über Musik reden mit Leuten, die das auch machen. Jetzt bin ich ja nur noch mit Idioten zusammen. Ich wusste, dass es mit Let's Fail automatisch in eine Let's Fail Ich Mille Geschichte ausartet. Simon, das kannst du mir doch nicht antun. Ist ja nicht schlimm. Das war mir einfach klar. Ist ja nicht schlimm, ihr seid ja gut dabei. Vielleicht werdet ihr noch mal Helene Fischer noch mal landen, damit der Mille, kannst du mir den Gefallen tun und die nächste halbe Stunde irgendwas anderes machen? Nein. Ansonsten werde ich dich. Hör doch mal hier Zero von Nine Inch Nails. Das ist interessant. Ja, ansonsten hau ich dir am Weihnachts-Livestream so eine rein. Oh, das wäre nicht gut. Das meine ich ernst. Aber Simon, du kannst uns doch jetzt nicht allein lassen. Mich mit den zwei Idioten hier. Das kannst du doch nicht tun. Helene Was Fischer machen, ist in Gedanken bei dir. Kannst du die zweite Hälfte von The Great Destroyer anhören in einem halben Stunde, Luke? Bitte verlass mich. Ich kann dich schon mal... Das ist nicht mehr Brain-Content, das ist auch nicht Zukunftsmusik, das ist irgendwas anderes, was wir hier gerade sehen. Nein, das ist Nine Inch Nails. Ihr Zero, The Great Destroyer, weiter geht's. Das ist GEMA-Mucke, das müssen wir rausschneiden. Ach Gott, hab dich doch nicht so. Gott sei Dank, muss man sagen. Ja, aber wenn der Channel gestreut wird... Top Song. Ich finde, Great Destroyer hat auch live extrem viel gewonnen. Great Destroyer ist auch wirklich nur live geil, weil sonst gehen mir die Drums offen gesagt sogar auf den Sack und das sagt ein AFX-Schönhörer. Aber live klingt die Drums, das klingt richtig geil. Ja, mit Live-Drums, das ist halt auch geil. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, die Vierer-Besetzung hat überhaupt keinen Alarm gemacht dieses Jahr. Das war echt, die Achter-Besetzung war das Stärkste, das Nein in Schnell sie hatte.
Und dann der, die. Ich habe mich ganz offen gesagt nie mit den Live-Performance auseinandergesetzt und Alter, ich habe alle Alben von denen. Alter, gib dir Tension 2013. Es gibt einen Webo-Mitschnitt. Das ist eine DVD, ne? Nee, das ist nur ein Webo-Mitschnitt auf YouTube, weil auf die Blu-ray wartet man seit 1,5 Jahren immer noch. Aber das kann ja noch dauern. Man wartet ja auch auf das remasterte Fragile-Album, aber gut. This is the point. Seit 5 Jahren. Also Tension ist eher so ein Classic-Mitschnitt. Du kriegst eine affentittengeile Version von Sanctified. Also für mich die Finale. Du kriegst Piggy ist genial, March of the Pigs zum ersten Mal mit Live-Bass, also Pino Palladino hackt diesen Synthi-Bass komplett live. Meinst du dieses Live in Las Vegas? Ja, das ist 2013. Oh, bitte, ich kenne einiges aus der Tension-Tour, ja. Start and Stand Up. Die waren echt gut live. Even Deeper ist unglaublich, wie sie das live umsetzen. Und auch die eigentlich für mich schwachen Hesitation Marks-Sachen, beziehungsweise die sind nicht schwach, die blühen halt einfach erst richtig auf, so mit den Komplett-Drums. Also wenn du die einmal mit. Ich meine, die Festival-Tour war ja schon geil. Also da die Copy of A-Version, aber die von Tension ist so gut. Da merkst du, es quasi wie die Songs. Das stimmt auch, die funktionieren, also diese ganzen auch auf Hesitation Marks, die klingen total gut live, da hast du wirklich recht, also viel besser live als auf dem Album, weil ich weiß nicht, bei mir ist es nicht kaputt. Macht es nicht kaputt, das hört man aber auch wirklich schon, wenn man sogar noch nicht mal weiß, wie es sich live anhört. Man hört es dann schon im Album, wenn man zum Beispiel Came Back Haunted hört und dann beim Refrain halt diese mega fett, ich glaube es sind Gitarren, man weiß nicht bei Nine Inch Nails, was Gitarren sind. Was es sind die Klampfen, also klar wird alles durchs FX gejagt, aber bei Piggy gibt es da auch nur eine Gitarre. Der ganze Rest ist, also Piggy ist ja im Prinzip eigentlich nur ein Drone, die Keyboard, also ein Piano und der Beat. Aber das ist halt, auch das ist live umgesetzt, der Song hat plötzlich eine Basslinie. Und die ist verdammt gut umgesetzt. Das ist halt einfach, wenn, ich glaube, dass das Geheimrezept, dass Nine Inch Nails live so gut sind, weil sie halt einfach einen Bassisten auf der Bühne haben. Und das ganze Zeug durchträgt, weil auf den Alben klingt es meistens so, als entweder ist der Bass selbst ein Arpeggio oder der ist einfach quasi nur quietscht nur vor sich hin, so ein halber Dubstep. Das stimmt, es gibt nie so einen richtig offensichtlichen Bass eigentlich. Genau, und eben also gerade auf Tension, Pino Palladino trägt da durch mit vollem fretless Bass, oder? Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich fand das auch bei Nine Inch Nails nicht so richtig, was reingepasst hat. Ja, aber du fängst ihn eben dann an zu vermissen, wenn er dann da ist. Der Bass war immer synthetisch bei Nine Inch Nails. Eben, und jetzt ist er, und für einen Schlag ist er nicht mehr synthetisch und plötzlich ist es geil. Also, das war auch schon vorher geil. Ja, also Josh Oyes, also klar, aber nicht so gut wie. Also Josh Oyes hat es damals schon mit dem Bass gut gemacht. Also damals auf der Festivaltour, aber nachher als mit Pino Palladino. Weißt du eigentlich, wann wie viele Sterne da eine Tour machen? Ganz offen, ja gut, ich muss ganz offen auch zugeben, dass wahrscheinlich Leute, die jetzt nicht Nine Inch Nails kennen, sich wahrscheinlich gerade zu Tode langweilen, die das wirklich hören. Aber dann sollen sie Nine Inch Nails hören. Ich habe es nämlich auch erst durch, nicht durch dich, sondern ein bisschen früher kennengelernt, aber ich fand es auch automatisch geil. Also ich will ja auch wirklich nichts sagen, aber ich glaube, 3/4 der Leute können euch schon lange nicht mehr folgen. Das ist auch nicht das Problem, das sollen sie Nine Inch Nails hören, Mille. Ja, ist echt so. Das ist auch viel besser, als uns zuzuhören. Ja, ich meine ja nicht nur das Thema, ich meine ja, naja. Aber das stimmt, ja. Aber das wollte ich eigentlich rausprovozieren. Wenn wir jetzt Fritze gehabt hätten, hätten wir noch jemand gehabt, der die ganze Zeit von Genesis, Yes und Dream Theater gelabert hätten. Das war übrigens. Ja. Voll ein Prognerd, da haben wir leider kurzfristig absagen müssen. Ja. Aber ja. Es war übrigens auch alles abgesprochen und geplant, dass die Gäste auch nacheinander alle rausgehen und ich heute Abend troll. Das war alles von vornherein lang geplant. Also nicht, dass die Zuschauer glauben, dass wir hier alles improvisiert. Du wolltest nicht, du störst. Wir haben das Ding übrigens 8-mal neu angefangen. Ja, dann natürlich. Da gibt es einen Plan, der uns vorliegt und der besagt, wann ich genau wieder einspringen muss und wieder hier irgendeinen unnötigen Kommentar abgeben muss. Das ist alles von lange an. Nein, das ist wirklich alles von lange an geplant. Das glaubt uns ja sonst niemand. Letzte Sache zu Nine Inch Nails. Wish ist live total genial, oder? Nie gehört. Also ganz ehrlich, ich vermisse von die. Von Broken. Wish. W-I-S-H. Ja, stimmt. Wish. Ja, stimmt. Wish kommt auch geil, vor allem, wenn sie es direkt nach Somewhat Damage spielen. Ah, das passt. Die haben großartig, wie soll ich sagen, die haben live kommt das von der Setlist her, selbst wenn sie Setlist rumschmeißen, dann kommt wieder was Geiles raus. Und ich denke auch halt auch, das was. Ich finde bei der Setlist von denen, ich habe mir ja trotzdem ein paar Konzerte gegeben, so ist ja nicht, ich habe mich nämlich groß mal auseinandergesetzt, da passen auch diese Ghost-Songs super rein als Interlude, so ja. Mal wieder. Die von Ghost, das sind ja, also ich meine, an sich ist das ja eher so ein Interlude-Album irgendwie, aber hey, da passen die total gut rein, so manche, das finde ich total, ne? Ja, klar, und das, ich denke, das für das waren sie eigentlich fast geschaffen, förmlich. Also dieses, als Album funktionieren sie gut, aber live funktionieren sie,
Ich finde auch A Warm Place hat... Warm Place ist immer genial, wenn du es halt im Albumkontext hörst. Im Albumkontext? Nach diesen ganzen, auch als Album halt, bei The Downward Spiral, ist ja ein sehr lautes und verzerrtes und kaputtes Album so vom Sound her irgendwie. Und dann nach diesen ganzen Sachen, gerade Big Man with a Gun, das haut dann nochmal richtig ein, 1 Minute 36, total in die Fresse. Und dann A Warm Place ist so... Das zieht einem so fast den Boden unter den Füßen weg. Und nachher wird weitergeprügelt. Aber live kommt es halt einfach noch geiler, quasi, du hast so den dritten Block fertig. Ich glaube, es war nach The Big Came Down oder so. Also, oder irgendwas Riesiges, was quasi fertig laut, war. Ja, ja. Und dann einfach Bühne schwarz, violette Strahlen durch und den A Warm Place Remix. Ganze Halle vernebelt. Das ist so ein bisschen. Meinst du diesen Remix, den es auch als Albumversion auf Alben gibt? Oder? Diesen, wo die Piano-Passage durch diese extrem hohen Synthi-Bells ersetzt wurde? Nee, die ist neu. Nee. Ich kenne nur den diesen Remix, der mit, ich glaube, mit Streichern so eingespielt wurde. Nee, es ist komplett anders. Das ist im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob du die Version kennst, das ist ein einziger Drone eigentlich. Die Melodien sind spärlich drin, aber dann kommt dieser Synthi oben durch und kommt so unter. Ich gebe es dir mal kurz. Nice, danke. Ja. Ja, illegaler Datenaustausch live auf Brain Content. Das sind YouTube-Videos. Ja, das sagst du. Ja, warte schnell, kommt gleich. Ist auch gut gealtert, finde ich. Ne? The Fragile ist von 1999, hört sich nicht so an. Nein, den Schnecht kann nicht altern. Ich habe eher so Quill Trent Reznor, aber wird jünger mit jedem Alter. Also je älter wird, desto jünger wird. Seine Soundtracks sind übrigens auch echt gut, finde ich. Also bei Gone Girl hat das super gepasst. Ich meine, ich sehe Soundtracks nie als Einzelnes, offen gesagt, eigentlich wirklich, sondern immer nur mit dem Medium zusammen. Ich finde, es gehört halt zusammen. Und super, Gone Girl Soundtrack, Social Network Soundtrack, genial, so am Rande noch erwähnt. Ich meine, Alter, gib dir mal diese Version hier, Sekunde mal. Mensch, die ist aber geil. Die ist willig, die ist unfassbar, ja. Eigentlich. Und ist nur ein schlechter Rip, ja. Aber... Hammer. Mille. Mille, was hörst du jetzt so mal seriös gesehen, was hörst du denn eigentlich so? So, musikalisch, wenn du Musik hörst oder wenn du nicht mal deinen Nachbarn zuhörst beim Bohren. Was höre ich eigentlich? Ja, also wenn ich jetzt mal wirklich ernsthaft antworten sollte, ist das gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich. Also ich höre sehr viel 80er. Sehr viel 80er. Und sag mal so. Aus der, bitte was? Was denn so da so genau? Also, ja. Es ist schwer, sich festzulegen, ja? Weil nur gewisse, also das Problem ist, ich kann da auch keine Alben nennen und sowas, also es ist schwer, sich in dem Bereich... Du bist so ein Einzelsong-Mensch. So könnte man das sagen, genau, ja. Und sagen wir mal... Das sind für mich die Leute, die sagen, Coldplay haben ein geiles Album rausgebracht, wenn sie sich fragst, was kennen sie, also Viva La Vida, was kennen sie, ja, Viva La Vida und der Strawberry sind, was ist das? Oder? Das finde ich immer schlimm, wenn Leute sich als Fan einer Band dann bezeichnen und dann irgendwie gar keine Songs kennen. Irgendwie. Ja, das finde ich genial, wenn Leute am besten noch so ein Band-T-Shirt tragen und dann spricht man die Person darauf an, wie fandest du denn das und das Album? Oder welches, was ist dein Lieblingsalbum so? Und dann so, ich höre nicht so die Alben. Also bei Alligator ist es halt ganz schlimm, aber trotzdem. Ja, wobei Alligator muss man sagen, ich finde es immer geil, ich finde eigentlich geil, wie stur er das durchzieht und mein Gott hat den längsten Live spielt. Und das ist ja auch eine absolut göttliche neue Live-Version mit der Band. Also die neue... Ich habe übrigens sogar Konzertkarten für Köln. Ich habe für Zürich. Ja, ich freue mich. Ich weiß nicht, ich glaube sogar, kann es sein, dass dass wieder einige von den Jüngeren weg sind, weil er ist ja jetzt nicht mehr... Ja, ne? Könnte gut sein, ja. Weiß ich nicht, aber gut. Ja, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht nur zwischen 14-Jährigen stehen, um sowas zu drücken. Ja, wie beim Video Day hat man dann auch übrigens, was mir gerade einfällt aus der heutigen Zeit übrigens, das ist ein Tipp wert, Wise Guys. Also die finde ich sehr gut, die finde ich sehr stark, um auch nochmal eine ernste Antwort heute zu geben. Wobei ich heute nicht da war, um ernste Antworten zu geben. Ich war ja für was anderes da heute. Muss ich dazu sagen, ja. Ich finde sie mittlerweile, die schwanken. Also ich war auf den letzten vier Konzerten, das 2013 war gut. Das 2014 war in Ordnung. Das dieses Jahr war eigentlich nur noch von den Classics her gut und weil es ein paar gute Gags drin waren. Aber von den Alten her finde ich, seit sie so viel am Stück raushauen, schwächelt's. Also manchmal sind da ganz geniale Dinge drin wie Engel oder Deutsche Bahn oder Cha-Cha-Cha. Das ist aber alt.
Ja, na und? Oder nee, aber oder auch auf dem neuen Album jetzt dieses Tim als ernster Song war das oder auch dieses andere da, Party unter Palmen, klar, so als Partyhauer. Aber ansonsten war da, finde ich, gerade das neue Album finde ich irgendwie schwach. So eine B-Seiten-Vorlage, wobei B-Seiten ja nichts aussagen. Ja. Muse haben die besten Songs auf B-Seiten gedroppt. Ja, und ansonsten höre ich persönlich, wie gesagt, die 80er gern. Also naja, Status Quo zum Beispiel oder. Dann könntet ihr das kommende Haken-Album aber ziemlich zusagen, weil das ist auch sehr 80er. Ja. Das sagt mir auch wieder ganz viel. Wenn Haken zum Beispiel Eagles. Ja, das. Ich habe auch noch nichts von Haken gehört, keine Angst. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht ändern kann. Hey. Mal schnell. Nur weil über sowas gerade geredet wurde, heißt das ja nicht, dass ich mir sowas merke. Ja. Und schon gar nicht. Nee, nee. Ja, ich weiß nicht, ich mach das immer so, dass ich den auf Spotify einspeichere und wenn ich mal wieder Bock auf ein neues Album habe, dann skippe ich durch meine Alben durch bei Spotify, die ich mal eingespeichert habe und guck, was ich mir gebe. Also je nach Stimmung. Ich muss ganz ehrlich sagen, Spotify hat für mich, das ist vielleicht gerade, um die Diskussion noch um was weiter zu erweitern, Spotify hat für mich so ein bisschen das Musikhören eher noch in Richtung Kaufen gedrängt. Also ganz ehrlich, ich habe ja früher auch ein paar Sachen gedownloadet, aber seit ich Spotify habe, gibt es eigentlich nur noch diesen Moment, wo ich sage, das hat was von Wert. Das höre ich mir vielleicht ein, zwei, dreimal durch. Und also ich habe ja auch eine Spotify Free. Es ist for reals, aber auch ich habe Spotify jetzt auf Premium, weil ich muss es eigentlich haben. Ich habe mir 10.000 Playlists gemacht, von denen ich auch lebe, aber es ist halt trotzdem so, dass ich höre mehr seit jetzt circa einem Jahr, viel länger eigentlich nicht, wirklich dann behaupte ich mehr Musik zu haben, mich damit auch wirklich zu beschäftigen. Und damit, mit dem erhöhten Musikkonsum, habe ich mir Spotify gekauft. Allerdings kaufe ich auch viel mehr Alben generell dadurch, weil ich halt mehr entdecke. Und wenn ich ein Album gut finde, dann will ich das auch physisch besitzen. Ja, so geht es mir eigentlich. Ich will es auch richtig besitzen, weil der Punkt ist, wenn mein Spotify-Album vorbei ist, dann besitze ich diese Songs nicht mehr. Und ich würde sie gerne noch einmal wirklich haben, wenn sie mir gut gefallen. Das ist der Punkt. Ich bin zwar aber es aus Einfachheitsgründen ist es trotzdem super, Spotify zu haben. Du kannst so viel verschiedene Musik einfach zusammenhauen und schnell skippen, wie du halt Bock hast. Direkt ein Album runterladen, wenn es dir gefällt und es dir vielleicht mal geben willst. Und das finde ich praktisch. Das finde ich mega praktisch. Ja, ist gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir endet teilweise schon darin, dass es auf Spotify gar nicht ist. Also ich meine, so die Gavin Harrison, Forex Sachen, zum Beispiel die Five Rick, die ich jetzt gerade recht viel höre, oder eben auch Stephen Wilson. Perry Farrell gibt es zwar auf Spotify, aber die haben echt die zwei nicht reingestellt, wobei ich das für das beste Progressive Metal Album des oder eines der besten Progressive Rock und Metal hat es da nie so leicht auf Spotify, ne? Nee. Das ist auch ein Genre, das besteht aus Menschen, die, wie soll ich sagen, Alben die ein kaufen. Bisschen anders wollen, ja, die ein bisschen eigentlich anders ticken, wobei Stephen Wilson ja sein Zeug regelmäßig auf YouTube haut. Witzig, ne? Ja, das ist witzig, aber man muss ja sagen, Stephen Wilson ist auch so der stärkste Mensch, der quasi in Sachen Ich strike meine Live-Auftritte. Nur seine DVD-Sachen, die lädt er dann selber hoch. Aber seine Live-Auftritte strike gleich gnadenlos. Oder ist auf jeden Fall konkret. Durchsetzt. Ich sag gar nichts mehr. So. Weil, also ich habe, was das angeht, ich habe ja immer noch einen kompletten Live-Auftritt von ihm, damals, der da bei Yahoo gestreamt wurde, habe ich ja immer noch auf dem Rechner. Und auf dem Desktop, den gucke ich mir ab und zu an, weil der ist halt einfach echt verdammt gut. Das ist auch so jemand, der live halt echt was drauf hat, obwohl. So ein bisschen wie Tool. Der überlässt die ganze Aussagekraft seinem Video und sein bisschen Licht, aber. Und in den Interviews fickt er dann alle, ne? Nee. Das fand ich auch genial. Okay, ich weiß nicht, aber ich finde es bei Tool, die Interviews sind immer super. Die Interviews bestehen immer daraus, also es gibt ja bei Lateralus, der Title-Track, der ist ja offensichtlich nach dieser Fibonacci-Folge aufgebaut. Also das ist ja kein Zufall, dass da alles so. Und dann hat das natürlich in einem Interview halt jemand auf ihn angesprochen und er hat dann angefangen zu erzählen, wie bescheuert das doch wäre, dass Leute etwas so überanalysieren würden und was es denn für ein totaler Schwachsinn wäre. Und wenn man wolle, könne man alles überall reinterpretieren. Und es ist einfach so offensichtlich, das kann kein Zufall sein, was da alles. An, genau, also und dann hat er, und in einem anderen Interview hat Adam Jones angefangen, Zahlen aufzuzählen. Die Zahlen aufzuzählen, was nochmal? Kennst du das nicht? Gab mal so ein Interview, damals zur Lateralus-Zeit, und es kam eigentlich nur Standardfragen und Jones hat einfach nur die Fibonacci-Folge hochgezählt. Also irgendwie so. Der ist total, das habe ich aber auch mitgekriegt, dass er irgendwie mathematisch total interessiert ist oder so, ne? Ja, ich glaube. Das hört man auch immer wieder aus dem Song raus. Die Takte sind ja total ungewöhnlich. Ich habe ja immer noch das Gefühl, Lateralus ist dadurch entstanden, dass Danny Carey irgendwie, weiß ich nicht, für eine Drumklinik irgendwas Krummes üben musste und dass Jones gemeint hat, ich muss jetzt darauf Riffs bauen.
Es ist echt so. Ich denke mir bei manchen Drum, das, bei manchen und, ja. Drum Patterns so, die ich man bei Lateralus hört oder generell öfters bei Tool, da denkt man sich so, irgendwie kommt man da nicht rein, so ein bisschen so, allgemein. Ich muss an dieser Stelle. Tut mir leid. Muss ich an dieser Stelle auf Befehl von Mille, der mich auf in der Einzelkombi so haut. Was? Nein, sowas würde ich nie tun. Doch! Nee! Genau. Sowas würde ich nie tun. Komm, Zitat, komm echt langsam mal zum Ende, ist genug Stoff. 1,5 Stunden. Ich hab zum Schluss auch nochmal ein kleiner. Ja, let's richtig. Fail. Wir diskutieren nachher gleich offscreen weiter. Ich will einfach noch Physik lernen. Ich werde nicht schlafen diese Nacht, aber gut, ja. Ich find's doch, ja, gut, ich muss morgen auch erst spät raus. Aber ja. Was ich an der Stelle noch ganz kurz auch noch anmerken möchte am Rande, ich fand's lustig, dass die Gäste einfach mitten in der Sendung rausgegangen sind. Hatten wir in der Form auch noch nie auf Brain Content. Aber es war ja auch nicht meine Sendung, von daher ist auch was Feierwürdiges für die letzte Sendung von Zukunftsmusik. Hat auch in gewissermaßen seinen Charme, so eine Chaos-Sendung. Ja, ich wollte was Gagaistisches zum Ende und das habe ich gekriegt. Ja, und meine Rolle darf man heute Abend natürlich auch nicht zu ernst nehmen. Das war natürlich mir, ich bin so nicht in Wirklichkeit. Muss man vielleicht an der Stelle einfach mal sagen. Hör mal bei Break Content live rein, Samstag, 20 ja, Uhr. Nee, das hat was anderes. Hitbox.tv/Brain Content. Ab 20 Uhr geht's da los, ja, ist richtig. Wille wird singen. Leute, singen. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, tut mir leid, Mille, für dich. Aber ja, wie gesagt, das Format Zukunftsmusik, das ja ursprünglich als Pilotfolge hier drüber ging und Mille Monat für Monat in einen persönlichen temporären Wutanflug gestürzt hat. Ja, kann hiermit, man so sagen. Ja, offiziell eingestellt. Ich denke, die Folgen bleiben noch ein Weilchen auf dem Kanal. Je nachdem, wie es dann aussieht von der Restrukturierung her. Ich finde die Teil davon ja auch nicht so gut. Aber muss man auch gucken. Aber ich fand es auf jeden Fall ein schönes Abschlussgespräch. Danke, Let's Fail, fürs Kommen. Ja, ja. Du hast echt die Sendung gemacht. Der ganze Rest ging unter. Ich hatte echt noch das Gefühl, wir haben die ersten 3 Minuten durch und ich habe echt schon gedacht, ich muss mich durch die Sendung quälen. Und muss aus diesen Leuten irgendwas rauskriegen. Aber dann ist dir eingefallen, dass ich da bin. Nee, du, Mille, du hast gestört. Was? Ich wählen können, aber... Du hast die Sendung ein bisschen aufgelockert. Ich denke auch, ich bin gespannt, was Dufte dazu sagt. Ja, Dufte, genau. Liebe Grüße an der Stelle. Wir freuen uns über an Dufte. Kommentare von dir, die wir dann am 19.12. vorlesen. Ich singe sie im Paarreim dann. Ich trage sie im Paarreim vor dann. Ich finde gerade lustig, dass der eine gegangen ist, weil er eigentlich keinen Bock mehr hatte. Und der andere ist zwar gegangen, weil er musste, aber der andere ist irgendwie gegangen, weil er keinen Bock mehr hatte. Und du möchtest sagen, ich war schlimm heute in meiner Rolle, oder was? Du hast deine Rolle gut gespielt. Ja, fand ich auch. Du bist aufgegangen in deiner Rolle. Ja. So, und jetzt, lass uns zum Ende kommen. Ich muss da sowieso noch eine Menge schneiden. Ja, danke für alles. Let's Play, wir quatschen gleich weiter. Ich mache hier noch so offizielles Abmoderation. Hat mir trotz allem auch immer wieder sehr Spaß gemacht, hier dieses kleine Format zu machen. Ich wünsche allen Zuschauern einen guten Rutsch, frohe Weihnachten, frohe Ostern, frohe Weihnachten 2016. Wir hören uns irgendwo vermutlich auch mal wieder auf Brain Content. Nicht oder mehr hier. Mute Media Magazine. Vorerst. Oder Mute Media Magazine, ja. Und nicht mehr hier, aber vorerst, ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. War auf jeden Fall eine schöne Zeit mit diesem kleinen Formätchen hier. Und mit diesem schönen kleinen Abschluss hier in diesem Sinne. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.